Krishna Haite Chantu Muha Ich kann auch den Kohlrabi reintun. Jetzt habe ich
Nein, ist noch da. Steht noch hier an der Tür. Jetzt habe ich verstanden, das steht noch hier. Er ist noch da. Seite 30. Bin da, aber noch weiß ich irgendwo. Weil ich noch wäre da, was auch mir wenn da nach oben sind. Sala, was sieht denn Bye.
Thank you.
Oh.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश हगविगाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Balahare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaur Brahmanande, Hare Hare, Bol Hare Krishna. What are you doing? Hare Krishna. Hare Krishna. Where are you finished? Very nicely on the glories of Shankar. Yeah. We heard how he married. Yeah. How he transformed, all his associates transformed, because we heard that they usually Shiva associates with ghosts. Yeah. Many different kinds of associates. And the parents of Parvati Devi, they became very afraid. So they said, if you want to marry my daughter, you know, you have to transform. And then she very nicely decorated, very nicely dressed. His associates all not, also now very beautiful. Then? Yes. Yeah, basically we now finish with this introduction. Huh? Yesterday you said we basically now finish with this introduction. Now we glorify, like, Srimati Radharani. Radharani. Yeah, you can listen Radharani, past time, evening time, okay. Bole Sri Bhole Baba ki jai. Hare Krishna. Jai Sri Gurudev ki jai. Yesterday you heard glory of Shiva. Now, now Brahma, he doing glory of Shiva. He telling sometime Krishna also worship to Shiva. You know, when Krishna worship to Shiva, you know, Krishna have, you know, 16,108 queen, but everybody have a son, but one Jambati, she have no son, medicine, one queen, she have no son. So then Krishna yesterday to Shiva, you know, he do great yesterday to Shiva, and Shiva when please, what you want? Oh, I have every queen, she have son, but one queen have no son, kind, he gave to benediction me, then I want one queen have become son, then Shankar he gave bless, you know. So bless of Shankar, he have, Krishna have son. So sometime Krishna also worship to Shiva, and sometime Krishna, Ram also worship to Shiva also. When Ram he want cross this river, go to want Lanka, she establish, this is the Shiva Linga, Rameswara Mahadev. You know, himself Ram is the established Rameswara Mahadev. Yeah. And it, so sometime himself Lord also he worship to Shiva. But when Ramchandra, he... Hare Krishna. When he established Rameswar Shiva Linga, then Hanuman, you know, he know after everybody became confused about this thing. Then Hanuman asking to Ram, Prabhu, you keep this name with Rameswar. What is the meaning of Rameswar? Everybody know, you know, Rameswar meaning who is the worship deity of Rama. Then Hanuman note this thing, you know. Hanuman who? Hanuman is then different to Shiva. And then after everybody became confused, then Hanuman asking Prabhu, what is the meaning of Rameswar? Then Ram telling, oh, who is the Ramas? Iswar, he is the Rameswar. Yeah. When they tell this thing, then, you know, then this Devata, you know, Devata, they are telling Rama, you know, Ram also Iswar and
Shiva also Ishwar. When Shiva Linga is the, you know, broken Shiva Linga, and himself Shankar, he appeared there. Well, oh, foolish person, you know, you are telling, I am Ishwar. I am always worshipped to Krishna and Ram. He is my worshipper deity. Always Lord, he gave to, you know, respect to his devotees, you know. So that this is the not meaning. That meaning is the Ramaha Jasya Ishwara. Meaning Ram is the Ishwar of me, you know. So this name is the Rameshwar. Now coming question, Krishna also worshipped Shiva for this son. Then what happening? Here Krishna, he gave teach to, you know, who is the want this material desire, you know, you can go to Shiva. And if somebody want bhakti, then come to me, you know, prem bhakti. So himself Krishna also go to Shiva, he worship, telling, oh, can you give one son to me? You know, this is there's a teaching up there. And sometimes some people so much confused are in India. Most people there worship to Shiva, you know, mostly people. So there Baladeva Vidyabhusana Prabhu, he tell, why Krishna, he worshipped Shiva. Why? Telling, if Krishna, he did not worship to Shiva, this material world, nobody worships Shiva. Now this puja becomes tough. Nobody do puja to Shiva. So always Krishna, always doing glory to his devotee. Always Krishna give glory to this devotee. So Krishna, he worshipped Shiva. And when Shiva, he gave to, without duplicity, when somebody worshipped Shiva, last Shiva, you know, he gave to Krishna Bhakti. And last he take to Krishna and Ram. Yeah? So Krishna also, Ram also, sometimes worshipped Shiva. Gyananjana Shalakaya Chakshumritam Vinatas Mahishin Gurave Namaham. Brahma spricht über die Herrlichkeit von Shiva und er erklärt, Shivas Herrlichkeit ist so, dass sogar manchmal der höchste Herr selbst Krishna Shiva verehrt. Zum Beispiel hat Krishna einmal Shiva verehrt. Krishna hat 16.108 Königin. Und jede Königin hatte einen Sohn, aber eine Königin, die hatte keinen Sohn. So, dann verehrte Krishna Shiva, und nachdem Shiva mit der Verehrung zufrieden war, erschien er und fragte, was möchtest du? Und Krishna sagt, oh, meine Königin hat keinen Sohn, bitte schenke ihr einen Sohn. Und dann segnete Shiva, okay, deine Königin wird auch Söhne bekommen. Und auch, wir sehen auch im Ramayana, dass Ramachandra, als er den Ozean nach Lanka überqueren wollte, dass er zu diesem Zweck Shiva verehrte. Er installierte ein Shivalinga und er gab diesem Shivalinga den Namen Rameshwara. So Rameshwara normalerweise heißt der verehrenswerte Herr, der Ishwara von Ram. So, die Leute wurden alle sehr verwirrt. Wieso tut der höchste Herr, Ramachandra ist doch Gott, wieso tut er jetzt diesen Linga Rameshwara nennen? Heißt das, dass Shiva der Herr von Ram ist? Zu der Zeit erschienen die Halbgötter dort und sagten, nein, das, Ram ist Ishwara und Shiva ist ebenfalls Ishwara. So, zu diesem Zeitpunkt manifestierte sich Shiva, zerbrach der Shiva Linga, und Shiva selbst manifestierte sich dort und sagte, ihr seid alle Dummköpfe. Rameshwara bedeutet Ramayasya Ishvara, der, dessen Herr Ram ist. Und das bedeutet, dass Ramachandra mein Herr und ich sein ewiger Diener bin. So. Man mag fragen, wieso hat Krishna Shiva verehrt? Die Antwort darauf ist, dass Krishna ein Beispiel gegeben hat für die gewöhnlichen Menschen in dieser Welt. Dass diejenigen, die materielle Wünsche haben, die werden Halbgötter wie Shiva verehren. Und diejenigen, die Bhakti möchten, die werden sich direkt an Krishna wenden. So, wenn Krishna nicht, in dieser Welt sieht man, dass die meisten Leute in Indien verehren Shiva.
Wenn Krishna nicht selbst Shiva verehrt hätte, praktisch, was immer eine große Persönlichkeit tut, dem folgen alle anderen nach. Ramahat sagt, wenn Krishna nicht Shiva verehrt hätte, würde heutzutage keiner mehr in der Welt Shiva, Lord Shiva, verehren. Aber Krishna gibt immer Ehre und Respekt seinen Geweihten, seinen Devotees. So deswegen hat Krishna und Shiva, wenn er mit seinem Verehrer zufrieden ist, gibt er ihm schlussendlich Krishna Bhakti. So deswegen ist auf die Weise ist Shiva glorreich. When Narad he hear from to Indra, from to Brahma, glory of Shiva, now Narad is so much enthusiasm, he go to Shiva Loka, then Brahma can come here. Well, what? Well, there are two Shiva Loka, you know. When Kuber, you know, he Kuber worshipped Shiva, Kuber have some pastime, you know, how he become Kuber, how he become so much richer. Well, one of a time, one Brahman, he was very poor. Now he became thief. When thief, whole day he tried to, where he got some money. So once he did not can get any money. And money, now he was in a forest, now it became their night time. Now then he saw, one is the temple. Yeah, there is the temple. But see, this is the Shiva temple. Then Brahman entered the Shiva temple, and that is the Kartik month. Now in the dark night time, think maybe something, maybe this temple I can get, you know. I sell, today I can, what telling your language. Maybe anyhow I got something when enter this temple, but in the dark. Then this cloth, you know, burnt this cloth. Then he saw there Shivalinga. And then he saw there one pot, you know, hanging some pot. There silver pot there. I know there put some water, one hole, one drop coming to water, come to head of Shankar. Then you think, oh, maybe I can take this thing, you know. I sell, anyhow got some money. But when try, take out, but this hand did not go there. Then you stand up the Shivalinga, you know. Stand up the Shivalinga, Shankar is the very simple person, Bhole Baba. Then himself, Shankar is manifested. Well, oh, I am tripta, I am satisfied, you know, somebody offering me, you know, belpata, leaf of a bell, somebody offering me some flower, but you completely offered to me. Why stand up the head of Shankar? So what you want benediction? But this Brahman, you know, she is a pious active person. Then he completely surrendered to Shiva. Hello, Prabhu. You know, you are Bhole Baba, you are a very simple person. You know, you are pleased to me, but I know I am doing some offense. I am stand up your head. You know, I did so many offense your lotus feet. Then he completely surrendered to Shiva Thakur. You forgive my offense. And then Shankar is so much pleased to him. Well, okay, until today I make you Kuber. You know, I make all treasure, you know, this all part of treasure, money, all, now you are the owner of all money of treasure. Now he becomes Kuber. So, the mercy of Shankar, he became Kuber. So, Kuber, see the mercy of Shankar, he get the treasure of all money. So he always worship to Shankar, always do seva to Shankar. Shankar, he pleased to him. So there is two Shiva Loka. One is this material world, Kailas. There one Shiva Loka. And another Shiva Loka is the beyond of this Maya. You know, the up, Brahmand up, above this what Biraja, there one Shiva Loka. Telling, you know, this Shiva Loka, who is the god of this Shiva Loka? Who is the worship to Shankar, one-pointed? But he did not, one-pointed meaning, they are thinking Shankar is not a Swatantra Ishwar, he is not an independent Ishwar. He controlled to Krishna, you know, controlled by Krishna. He is not an independent Ishwar,
who is the, you know, thinking that Shankar is the control to Krishna, you know. Krishna control to Shankar. He is the devotee of Krishna. Who is the, like this, they are worship to Shankar, they are go to the Shiva Loka. And they are also not birth, not death, not is the kal, prabhav, they are nothing, you know. Their stay is there. Then then Brahma is the telling, they are also, this material world, also one Shiva Loka Kailas, he can go to there. Yeah. Then Narada is so enthusiasm. Now Narada take this Veena, are starting Kirtan and try to go to this Kailasa. So, Brahma sagte, als Narada Muni so über die Herrlichkeit von Shiva, von Brahma erfuhr, wurde er sehr begierig und enthusiastisch, Shiva aufzusuchen. Oh, aber Brahma sagte, Narada, bevor du losgehst, es gibt zwei Shiva-Lokas, es gibt zwei Reiche von Shiva. Es gibt eins in dieser materiellen Welt und eins außerhalb von der materiellen Welt. Shiva ist zum einen gegenwärtig in Kailash. Dort in Kailash ist Shiva, hat er sein Reich, dort ist er erschienen aus Zuneigung zu seinem geweihten Kuvera. Da gibt es eine Geschichte, wie Kuvera der Herr über alle Reichtümer im Universum wurde. Der Kuvera war mal ein Brahmana gewesen und er war sehr, sehr arm. Und weil er sehr arm war, wurde er ein Dieb. Und eines Tages brauchte er so dringend Geld und er konnte kein Geld bekommen. So, er suchte den ganzen Tag. In der Nacht kam er in einen Wald. Dort in diesem Wald kam er zu einem Shiva-Tempel. Aber es war alles dunkel und er konnte nichts sehen. Er dachte sich, vielleicht kann ich in diesem Tempel irgendwas finden, was ich verkaufen kann. So, er ging rein in diesen Tempel, weil es so dunkel war, nahm er sein eigenes Kleidungsstück und brannte das ab. Und dann sah er, dort gab es einen großen Shivalinga in diesem Tempel. Und über diesem Shivalinga hing ein silberner Topf, in dem Wasser reingefüllt wurde normalerweise, um diesen Shiva zu diesen Shivalinga zu baden. So, der Brahmin dachte sich, oh, dieser Topf, den kann ich bestimmt verkaufen. Und er versuchte, den abzumachen, aber der hing zu hoch. Und damit er rankam an diesen Topf, kletterte er auf den Shivalinga. So, zu der Zeit, Lord Shiva, der von sehr einfacher Natur ist, der manifestierte sich aus diesem Shivalinga und sagte, oh, Triptosmi, ich bin sehr zufrieden. Normalerweise bringen mir die Leute ein Blatt, Beelblatt vom Beelbaum oder eine Blume da. Aber du hast dein ganzes Selbst mir dargebracht. Du hast dich selbst mir geopfert. So, ich bin sehr zufrieden mit dir. Was möchtest du für eine Segnung? Und dieser Brahmana war auch aufrichtig und einfach im Herzen. Und er fiel Shiva zu Füßen und er sagte, du bist sehr gütig, mein Herr. Aber ich weiß, dass ich eigentlich ein Frevler bin. Ich bin auf deinen Kopf gestiegen. So, er gab sich vollkommen Lord Shiva und suchte Zuflucht bei ihm. Und Shiva war so zufrieden mit ihm, dass er ihm sagte, ich mache dich zum Herrn über alle Reichtümer im Universum. Und er gab ihm die Position als Kuvera, der Halbgott, der alle Reichtümer im Universum verwaltet. So, deswegen, weil Kuvera seine Position durch die Barmherzigkeit Shivas bekommen hat, verehrt er immerzu Lord Shiva. Und aus Zuneigung zu ihm ist Lord Shiva dort gegenwärtig in Kailash, ja, in diesem Dham. So, Lord Brahma sagt, es gibt zwei Arten von Reich von Lord Shiva. Lord Shiva, es gibt hier in dieser Welt, wo die Leute hingehen, um Lord Shiva um Segnung zu bitten. Und es gibt das Reich von Sadashiva, das ist jenseits der materiellen Welt, jenseits dieses Viraja, des Grenzflusses zwischen der materiellen und der spirituellen Welt. Und dort in diesem spirituellen Kailash verehren alle, verehren Krishna, verehren, sind alle Geweihte des Herrn und sie verehren Lord Shiva
als denjenigen, durch dessen Barmherzigkeit man die Barmherzigkeit Krishnas erlangen kann und der selbst immer zu Krishna verehrt, als diesen Shiva. Brahma sagte, Narada, geh zu diesem Kailash hier in dieser materiellen Welt und besuche Shiva dort. Yeah. Then Narada, when he heard so much glory of Shiva, Narada, he took this Veena. Now he went to Kailas. When he went to Kailas, then he saw there is the Shiva, Parvati, Ganesh, Kartik, Nandi, and this all association. They are taking Mridang and Kartal, and they are doing Kirtan. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. 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 Jai Jai Radha. Hari Bol, 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 Hari 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 Bol. Jai Jai Radha, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha. Hari Bol, Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari 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 Bol, 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 Hari Bol. Then Narada, he saw, you know, Shiva doing nice kirtan, and between he telling Nitai Gaur Brahmanande Hari Hari Bol, you know, he's so happy with all family, you know, they are doing kirtan. Shankar gave teach, if you have family, necessary every day you can do kirtan, you know. When Mahaprabhu took sannyasi, before sannyasi, Mahaprabhu calling the all disciple, you know, all devotee, who is a grihastha devotee. Then Mahaprabhu asking, are you doing love me? Well, yeah, you are doing so much love to you. Well, you do love to me, you know, every day you are trying to kirtan. Where the kirtan I am is the there, you know. So one is the Hindi kirtan. Sundara lala, sachira dulala, nachata sri hari kirtanami. You know, where is the kirtan? Mahaprabhu always dancing there. And when Mahaprabhu, very small boy, that time his name is the Nimai. If some ladies they are doing kirtan, and when Mahaprabhu, you know, he looked like very beautiful. When Mahaprabhu go to house, you know, everybody gave so sweet to Mahaprabhu. But Mahaprabhu did not eat this sweet. Well, he gave sweet to whom? You know, where that some ladies are doing kirtan, Mahaprabhu go there and gave sweet to them. Mahaprabhu gave teach, who is that doing my kirtan? I always gave to sweet to them. So when you are go to some house kirtan, you are got so much sweet, you know.
So Mahaprabhu, you know, before took sannyasa, he told, every day you are doing must, you are doing kirtan, you know, take your wife, take children, everybody sit down, and mridang kartal, if not mridang kartal, nobody, Lord, he gave your hand. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, you know. If only whole day you can do work, if only 5-10 minutes you do kirtan, then you saw complete energy is coming. All kind of suffering is the move, you know, coming new energy coming your body. Whole tiredness is the finishing, you know. New energy coming, you know. If you only 5-10 minutes you do kirtan, you know. So, so Shiva with this wife and this children, you know, this is the Krishna sansar. This sansar is the Krishna sansar, yeah. So, Shankar between, so happy Nithai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. And when Narada he saw to this thing, you know, Narada he went saw to this thing and go there, and Narada he went to pranam to Shiva. But he went try to pranam, but Shiva is the Vaishnava, Narada also Vaishnava, you know, they are two Vaishnava. So he went to pranam, then Shankar he did not give chance to Narada to pranam, you know, he embraced to him. Why? Narada also great Vaishnava, you know, he is a great Vaishnava. So he there gave teach to Vaishnava behavior, you know. Vaishnava behavior, each other doing the embraced, then Narada sit down, and then Narada starting to glorify of Shiva. You know, there's some scripture, the scripture they are telling, Shiva is the, who is the Shiva? He is the Supreme Personal Godhead. Some scripture they are, you know, they are doing stuti of Shiva, who is the Shiva? He is the Supreme Personal Godhead. And when Narada start to, you know, doing praying to Shiva, he is the Supreme, then Shankar stop this mouth. What are you telling? You know, I am the Krishna, Lord's servant, I am servant. And telling I am the Supreme Personality Godhead. Why? Shankar cannot listen, I am the Supreme. Why? He know this thing, who am I, you know. He the know Shankar this thing. No, never tell, you know, this thing. I am always the servant. Then Narada telling, oh Shiva, you are so much glorious, you know. You have so, you know all Siddhanta, all philosophy, you know. Always you glorify to Krishna and Krishna devotees. Always you are glorious. So before you heard Srimad Bhagavat, Shankar he told to Parvati, this is Amarnath. What is the Srimad Bhagavat? There is the Bhagavata. This meaning is the, where is the pastime of Lord also, and where is the pastime of devotee also. This name is the Bhagavatam. And another meaning, Lord, lotus mouth came this Katha. You know, this Bhagavat. There are three meanings of Bhagavat. So, you know all philosophy, all Puran, Shankar he told to Parvati. Prabhu, you are know all Siddhanta, Tattva, Darshan, you know everything, you know. So you have so much glory, you have so much glory. Sometime himself, Lord also worship to you, you know. And when he have no son, that time Krishna also worship to you. Rama also worship to you. So you are so much glory. And when Shankar heard this thing, this ear put this finger. But don't tell, you know, you told to this thing, you don't know, you know, I am doing so many offenses also, Krishna's lotus feet. You know, I am gave to benediction to Banasur. You know Banasur? He has gave the benediction to Banasur. Banasur, one upon a time, you know, this Banasur, he was received to Shiva. One day, this Banasur, he playing drum. When playing drum, then Shiva starting to tandava nirtya. Very nice nirtya. By Krishna kirtan, you doing nirtya. Then Shankar became so pleased. Oh, today I am so happy to hand play this drum. Then he gives to how many? 100, maybe 1,000. Like this he gave to hand. Telling when more he playing this drum, more hand, then what happening? I am nicely, like I am dancing Krishna Kirtan. But when he gave so much hand, now he has so much strength, power.
One day he telling Shankar, you gave so much strength to me, this world, nobody, you know, nobody equal to me with fighting with somebody. My, you know, my arm is itching, you know, my arm is itching, can you fight with me? Then Shankar tell, I gave to arm you, now you don't fight with me. Okay, yeah, don't worry, one day, you know, somebody came who is the, what telling you, are what telling feeling your itching, you know, what is the itching, what telling your language. One day, pride. So, what happening, this is the, Banasura have one daughter, her name is Usha. She look very beautiful, you know, very young age, very beautiful, handsome, beautiful. And Krishna's one son is the? Aniruddha. Aniruddha. So one time this Usha, he saw in her dream, very beautiful, handsome one boy, and he came and sleep with me and so much gave love affection, and he's the disappear. Then the dream is the broken, you know, the dream is the broken, but she's the Krishna's son. So he look like Krishna like this. And Krishna so beautiful, and this Aniruddha so beautiful. Now she become madness now. Then he have one Sakhi, her name is Chitra. But why so much worry? Then he saw this dream coming, such very beautiful, handsome boy. And he sleep with me, gave so much love, affection, and I disappear. Then he the Chitra, you know, he no nice what drawing. Then he drawing, this is the Gandharva, Kirnar, Indra, Chandra, this will no. And when writing this Krishna's picture, well, he not, but look like him. Then when writing the Aniruddha, well, oh, this boy. Well, Chitra, he don't know so much mystic power. By this mystic power, you know, this Aniruddha, by this bed, you know, fly. What telling your language? Brought him to? This is palace. But anybody don't know. There are so much prahari, that gatekeeper, but by sky he came here, you know. Nobody know this thing. But when the Banasura, when you understand, you know, when you understand Banasura after some day, now he put in jail. After became very big fight with Shiva also take a part of Banasura, and with Krishna, Aniruddha, Pradyumna, you know, they big fight, two party. You know, big fight. Then Krishna, he cut this all hand, this Banasura, cut this all hand. When this two arm is the left, then Shankar came to shelter to Krishna. Oh, Krishna, he's the my devotee, you don't kill him. Well, I don't want to kill to him. Why? Now he's the daughter, he's the Usha, you know, my son, to him marriage with him. I told him, but he have some proud, I want cut this all proud. So Shankar tell, I am gave the benediction to this Banasura, so he do fight with Krishna. So how I am the Krishna's devotee, you know, so many times I give so much problem. So like this, so many demons I gave to benediction, to so many demons I give benediction. After they are doing fight with Krishna, how I am the devotee of Krishna, I am not devotee of Krishna. You know, I am is the not devotee. So, Narada Muni kam zu Lord Shiva nach Kailash, und als er dort ankam, dann sah er, wie Shiva, Parvati und Ganesh und Nandi und Kartikeya und alle von Shivas Gefährten zusammen Kirtan ausgeführt haben. So, man sieht hier, dass Shiva mit seiner gesamten Familie Kirtan ausführt und Krishna verehrt. Das ist eine Lehre für uns, dass wir unser Haushalt erleben, Krishna Sangsa, auf Krishna richten sollen und mit der Familie zusammen Kirtan machen sollen. So, Chaitanya Mahaprabhu selbst hat dieses Beispiel gegeben, als er noch, bevor er Sannyas genommen hat, in Navadvip hat er alle seine Gefährten zu sich gerufen und hat sie gefragt, habt ihr Liebe und Zuneigung für mich? Sie sagt, natürlich, wir können unser Leben für dich geben. Dann sagte Mahaprabhu, wenn ihr Liebe und Zuneigung für mich habt, dann führt Kirtan aus. Ja.
das war Mahaprabhu so wichtig, dass alle in ihrem Haus Kirtan ausführen. Wenn man keine Medanga und Kartels hat, kann man auch in die Hände klatschen, aber Kirtan ist absolut notwendig. Mahaprabhu auch als kleiner Junge, immer hat er diese Kirtan-Spiele vollführt, beziehungsweise wollte immer sehen, dass jeder Kirtan chantet. Er hat nur Süßigkeiten nur an diejenigen verteilt, die Hari Kirtan gesungen haben. So, auf die Weise war Shiva in großem Glück, hat er getanzt im Kirtan und Narada Muni kam an mit seiner Wiener und wollte sich vor Shiva verneigen. Aber Shiva hatte, Shiva ist ebenfalls ein Vaishnava und Narada Muni ist ebenfalls ein Vaishnava. So, bevor sich Narada Muni verneigen konnte, hat Shiva ihn schon umarmt und ihn herzlich begrüßt, weil Shiva ist der Bruder von Narada Muni. So, dann begann Narada Muni ihn zu verherrlichen. Und es gibt einige Schriften, die beschreiben Lord Shiva als den höchsten Herrn selbst. So, Narada Muni begann die Herrlichkeit von Lord Shiva zu beschreiben. Du bist der ursprüngliche, höchste Herr. Und weiter. Dann, als Shiva das hörte, hielt er Narada sofort den Mund zu und sagte, was sagst du da? Und da, weil du weißt doch genau Bescheid, wer ich bin. Ich bin der Diener des Dieners des Dieners des Herrn. Bitte nenne mich nicht den höchsten Herrn. Jeder, die ganze Welt weiß, dass ich der Diener des Dieners des Herrn bin. Dann sagte Narada Muni, oh Shiva, du bist so vom Glück begünstigt. Du bist der Empfänger der größten Barmherzigkeit des Herrn. Du bist der Beste aller Devotis. Keiner hat so viel Liebe zum Herrn wie du. Dann Lord Shiva hielt sich die Ohren zu, als er das hörte und sagte, Narada, weißt du nicht, dass ich ein großer Frevler bin, ein Aparadi? Weißt du nicht, wie viele Male ich mich gegen den Herrn vergangen habe? Dann erzählte er eine Begebenheit. Einmal hatte Shiva einen Geweihten, der hieß Banasur. Und dieser Banasur, der stellte Shiva zufrieden, indem er für ihn trommelte. Lord Shiva sang Kirtan und tanzte und der Banasur spielte so schön die Medanga dazu, dass Shiva überaus mit ihm zufrieden war und ihm 1000 Arme gab, damit er noch besser für ihn trommeln kann und Shiva noch mehr tanzen kann. So, als dieser Banasura diese 1000 Arme bekam, dann wurde er sehr stolz, weil praktisch wurde die mächtigste Persönlichkeit. Keiner konnte mit ihm messen. So, dann schließlich kam er zu Shiva und sagte, oh mein Herr, du hast mir 1000 Arme gegeben, aber wo habe ich einen Gegner, mit dem ich mich messen kann? Mir juckt es in meinen 1000 Armen, ich möchte gerne kämpfen. Kann ich nicht mit dir kämpfen? Und dann Shiva war erstaunt und er sagte, oh, ich habe dir 1000 Arme gegeben und jetzt willst du mit mir kämpfen? Oh, du Schurke, sehr bald wird jemand kommen, der dir deinen Wunsch zu kämpfen erfüllt und deinen übermäßigen Stolz brechen wird. So, zu der Zeit war Krishna in dieser Welt gegenwärtig und Krishnas Enkelsohn war Aniruddha. Und der Banasur besaß eine wunderschöne Tochter mit Namen Usha. Und diese Usha hatte eines Nachts einen Traum. In diesem Traum erschien Aniruddha und verbrachte mit ihr die Zeit. Und Usha, als sie am Morgen aufwachte, war sie völlig bezaubert von dieser wundervollen Persönlichkeit Aniruddha, denn Aniruddha ist Krishnas Enkelsohn und er sieht Krishna sehr ähnlich. Und Krishna ist wunderschön, so Aniruddha ist auch wunderschön. So, Usha war so verliebt in diesen wunderschönen Jungen, dass sie praktisch gar nicht mehr normal funktionieren konnte. Sie hatte eine Freundin, Vichitta, der das nicht verborgen blieb.
Und sie fragte die Usha, was liegt dir auf dem Herzen, weshalb bist du so bedrückt? Dann erzählte ihm Usha von diesem Traum, den sie gehabt hatte. Und diese Vichitta war sehr eine große Yogini und sehr auch große Künstlerin, die begann Bilder zu malen von verschiedenen Persönlichkeiten im Universum, von den Gandharvas, von den Halbgöttern und so weiter. Und die Usha sagte immer, nein, er war es nicht, er war es nicht. So schließlich malte sie auch die Mitglieder der Yadu-Dynastie. Und als sie dann Krishna malte, dann sagte die Usha, oh, es war nicht er, aber es sieht sehr, sehr ähnlich. Er sieht ihm sehr, sehr ähnlich. Und dann malte die Usha die Aniruddha und dann sagte sie, das ist er. So, diese Vichitta hatte große mystische Fähigkeiten. So, sie kann alles. Eines Nachts kam sie nach Dwaraka und nahm das Bett von Aniruddha mit ihm drin und brachte es mit ihrer mystischen Kraft nach in den Palast von Banasur. So, Banasurs Palast war schwer bewacht, so viele Wächter überall, aber durch ihre mystische Kraft brachte sie ihn durch die Luft in die Gemächer von Usha. Und Usha und Pradyumna Aniruddha verbrachten eine gute Zeit miteinander, aber irgendwann kam es raus und Banasur war extrem zornig und er kämpfte mit Aniruddha und mit seinen 1000 Armen nahm er Aniruddha gefangen und sperrte ihn in das Gefängnis. So, daraufhin kam Krishna mit der Yadu-Dynastie und haben persönlich diese Hauptstadt von Banasur angegriffen. Und Banasur, auf seiner Seite kämpfte Lord Shiva selbst. Und es gab eine gewaltige, riesige Schlacht zwischen Banasur und Lord Shiva auf der einen Seite und Krishna und der Yadu-Dynastie auf der anderen Seite. So, in dieser Schlacht schnitt Krishna alle Arme von Banasura ab, bis er nur noch 2 Arme übrig hatte. Und dann, als er noch 2 Arme hatte, dann kam Lord Shiva zu Krishna und bat ihn, dieser Banasur ist mein Geweihter, bitte töte ihn nicht. Und Krishna sagte, ja, ich habe kein Interesse daran, ihn zu töten, schließlich wird mein Enkelsohn seine Tochter heiraten. So werde ja nicht den Schwiegervater von meiner Enkeltochter umbringen. Aber ich wollte seinen übermäßigen Stolz brechen. Und deswegen habe ich ihm seine Arme abgeschnitten. So, Lord Shiva sagte, so, und auf diese Weise habe ich mit meinem Herrn selbst gekämpft in dieser Schlacht. So viele Male habe ich praktisch mich an meinem Herrn vergangen. So, ich bin überhaupt kein Devotee. Then Narada told, only not a Sankar, you know. Only Sankar never gave bhakti, and his wife also, Parvati Devi, mercy of Parvati Devi also, so many person there got Krishna bhakti, you know. And there is the, you know, this is Ramachandra Kaviraj and Govinda Das, you know, they are 2 brother. This is Ramachandra Kaviraj, he worshipped Radha Krishna. But his brother Govinda Das, he worshipped Devi. He worshipped Devi. And Ramachandra Kaviraj always explained to the Govinda Das, this Devi not different to Srimati Radharani. Radharani, one expansion of Srimati Radharani, she is the Durga. So when you worship Radharani, no need to worship the Durga. But this Govinda Das always told, oh, when I am childhood, that time too I am worshipped the Durga, I cannot left, you know, Durga. But when last this death time of death, now he lay down. Then he calling to, oh mother, I am so much suffering. Oh mother, he gave place to me. Then Durga herself, she is manifested. Well, what you want? Well, oh, I want mukti. I want mukti. Then herself Durga telling, mukti I cannot give mukti. Only Mukunda he gave to mukti. So I gave bless to you. Who worship to Mukunda, mercy of Mukunda Krishna, only can get this mukti. Then Govinda Das is one good writer, you know. He is so much a poet, he is the writing so much a poet. Now his first kirtan is the Bhaja Hore Mana Sri Nandana Nandana Abhaya Charanara
Bindare Adurlabha Manava Janama Sat Sange Tarahue Baba. At this Krishna Bhakti and another devotee, you know, Kabi Jayadev Chandidas, you know, he Chandidas before he also worshiped to Devi. You know, once upon time he take one bow, 1 month, 108 lotus flower. Every day I want to offer to lotus feet of Devi. But now 29 day finishing now, last day. Now he is the 107 he got flower, but one flower he cannot get. Now he is so much worried now. Maybe my breath is the, my bhav is the broken. Then so much try, but he cannot get. When early morning he went to river, take a shower, then he saw, oh, one lotus flower is the blossoming there. He is so happy, oh, this mercy of mother, you know, mercy of Devi. You know, I cannot get, now I got. And when this bow is finishing, 107 he offered lotus feet Devi, and last flower when he want offered, then Devi herself manifested there, you know, herself manifested. And this flower, he did not accept this lotus feet and take this hand and keep this head. Then Chandidas telling, his name is Chandidas, Chandi meaning Devi, Das of Chandi, you know, Devi Das. So telling, oh mother, you are my mother, I am your son. So what I can offer, you accept your lotus feet, why? You are my mother, I am your son. But this last flower, why you keep your head? Then Devi kept on her head. Then tell, why keep your head? Then Devi telling, oh my son, why are you got this flower? Well, oh, I am cannot get this flower, one flower. When early morning I went to shower the river, I saw blossoming this river. Well, river blossoming, river, this lotus flower only blossoming in the pond, not river, you know, this pond. How possible come the river? Well, one Krishna Bhakta, he offered lotus feet, Krishna's lotus feet. And after this prasadi flower, they are thrown in river. This is the my desire, this flower, he came there. Why? My Prabhu's prasadi. So I am so happy when some my devotee gave my Lord's prasad to me. This is the Krishna's lotus flower. So I am so happy when Krishna prasad gave. This is the not a flower, lotus, this is the my Krishna's prasad flower. So I am so happy, why Krishna prasad you gave me? You want any benediction? Well, I want moksha, you know. I want moksha, liberated. Well, I cannot give moksha. Moksha only gave to Mukunda, Krishna only gave. I gave bless to you. Now, until to you accept Radha Krishna, mercy of me, one day you can become very great devotee of Radha Krishna. Now, that time to you accept to Krishna and Radharani, after he make very rasic devotee, you know, he writing the Radha Krishna prem, very highest prem is they explain. Radharani, highest prem. So, this when Mahaprabhu in Gambhira and reading this Padyavali, he reading this poet. You know, very high class of Srimadhi Radharani Prem is they explain. So here telling Narada, only mercy of your
nobody, everybody got bhakti, not like this. Mercy of your patni, Parvati, mercy of Parvati also, so many person there worshipped Radha Krishna, there also attend Radha Krishna pray. So you all and your wife Parvati, you know, mercy of both, everybody, last you can take to Radha Krishna prem, you are gave Radha Krishna prem. So Shiva sagte, erklärte praktisch, wie er so viele Male sich gegen Krishna vergangen hat. Aber Narada sagte, oh Prabhu, durch deine Barmherzigkeit und nicht nur durch deine Barmherzigkeit, sondern auch durch die Barmherzigkeit deiner Gefährtin Parvati Devi, haben so viele Seelen reine Bhakti zu Sri Krishna bekommen. So ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Govinda Das, der Autor von dem Lied Bhaja Hare Mana, was wir gerade gesungen haben. Dieser Govinda Das hatte waren zwei Brüder, Ramachandra Kaviraj und Govinda Kaviraj. Ramachandra hatte war von Anfang an ein Geweihter von Radha und Krishna. You know, every day we are doing this kirtan. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Toma Bina Ke Dayalu Jagata. Last kirtan, last prayer is the Ramachandra Sangama Ke Narottam Dasa. So Narottam Dasa Thakur telling, oh, I want SOCSF. Ramachandra Kaviraj ist das Ramachandra. Ja, so dieser Ramachandra Kaviraj ist auch ein großer Geweihter in unserer Schülernachfolge, diesem Kirtan, den Maharaj gerade angesungen hat. Dort betet Narottam Das Thakur um die Gemeinschaft von diesem Ramachandra Kaviraj. So dieser Ramachandra Kaviraj hatte einen Bruder, der hieß Govinda Das Kaviraj. Und dieser Govinda Das war von seiner frühen Kindheit an ein Verehrer von Durga Devi. Und Ramachandra hat viele Male versucht, ihm dazu zu bewegen, Radharani zu verehren. Er hat gesagt, Radharani und Durga sind nicht voneinander verschieden. Eigentlich ist Durga eine Erweiterung von Srimati Radharani. So wenn man Radharani verehrt, stellt man automatisch Durga Devi auch zufrieden. Aber dieser Govinda Das, der wollte nicht die Verehrung von Devi aufgeben. So, bis er schließlich sehr, sehr krank wurde und extrem gelitten hat. So in seiner Krankheit hat er inständig zu Durga Devi gebeten. Und schließlich erschien die Göttin selbst vor ihm. Und hat ihm gesagt, was möchtest du? Und er sagte, bitte gib mir Befreiung von diesem Leid der materiellen Existenz. Und Durga Devi sagte zu ihm, nein. Ich kann dir keine Befreiung geben. Nur Mukunda, nur der höchste Herr kann dir Befreiung geben. Ich kann dir keine Befreiung geben. Aber ich gebe dir die Segnung, dass du den höchsten Herrn verehren kannst und dass du ein Gottgeweihter wirst. So daraufhin begann Govinda Das, Radha und Krishna zu verehren. Und er wurde ein großer Gottgeweihter. Und das erste Lied, was er geschrieben hat, war eben dieses, was wir gesungen haben. Bhaja Hare Mana Shri Nandanandana. Dieses Lied. Ein anderes Beispiel von jemand, der Durga verehrt hat und schließlich ein großer Gottgeweihter wurde, war Chandidas. Dieser Chandidas war auch ein Verehrer von Durga Devi. Einmal hat er eine Gelübde auf sich genommen, eine Durga Devi einen Monat lang jeden Tag 108 Lotusblumen zu opfern. Und er tat das, aber am 30. Tag, am letzten Tag, konnte er keine 108 Lotusblumen mehr finden, sondern er fand nur 107. Und dann war er sehr bestürzt und gestört und dachte, kann ich jetzt meinen Vater nicht beenden? So an dem Tag, als er ein Bad im Fluss nahm, und dann plötzlich sah er dort im Fluss eine wunderschöne Lotusblume und dachte sich, oh, das ist die Barmherzigkeit von Devi, dass ich doch noch meinen Vater erfüllen kann. Und dann nahm er diese Lotusblume und brachte sie zum Tempel von Devi. Und als er diese 108. Lotusblume darbrachte, dann erschien plötzlich Durga Devi in Person und nahm diese
Lotusblume entgegen. Aber alle Lotusblumen hat er zu den Füßen von Durga Devi geopfert, aber diese eine Lotusblume, die nahm sie und tat sie sich auf den Kopf, die Devi. Dann hat er sich gewundert und hat er gefragt, oh Mutter, wieso nimmst du die Blume, die ich dir da bringe, die sollte doch bei deinen Füßen liegen, wieso nimmst du sie auf den Kopf? Und dann sagte sie, wo hast du die Blume her? Aus dem Fluss. So wachsen Lotusblumen im Fluss? Nein, Lotusblumen wachsen nur im Teich. So diese Blume, die du gepflückt hast, die ist nicht dort gewachsen in dem Fluss, sondern ein Krishna-Bhakta hat er diese Lotusblume seinem Herrn dargebracht, Krishna dargebracht. Und dann das Mahaprasadam hat er dann in den Fluss gegeben. So diese Lotusblume ist somit das Mahaprasadam von meinem Herrn. So ich bin sehr, sehr zufrieden. Wenn ich bin selbst verehre immerzu Sri Krishna, so wenn mir meine Geweihten das Prasadam von Krishna darbringen, bin ich überaus zufrieden. So deswegen, was für eine Segnung möchtest du gerne haben? Und er sagte, bitte gib mir Mukti. Und sie sagte, nein, Mukti kann ich nicht geben, nur Mukunda, Krishna, kann Mukti geben. Mukunda bedeutet derjenige, der Befreiung gewährt. So, wenn, aber ich gebe dir die Segnung, dass du ein Verehrer von Krishna wirst. So, dieser Chandidas wurde später ein sehr großer Rasik Vaishnava von Sri Radha Krishna. Und er schrieb solche wundervollen Gedichte, voll mit Rasa der Gemütsstimmung von Srimati Radharani, dass selbst Chaitanya Mahaprabhu, als er im Gambhira die Gemütsstimmung von Radharani gekostet hat, hat er die Werke von drei Persönlichkeiten gekostet, nämlich von Jayadev Goswami, von Chandidas und Vidyapati. So, dieser, durch die Barmherzigkeit von Durga Devi wurde dieser Chandidas ein so großer Rassik Gottgeweihter. So Narada Muni sagte, durch deine Barmherzigkeit und nicht nur durch deine, sondern auch durch die Barmherzigkeit von deiner Gefährtin sind so viele Devotees, so viele Leute Vaishnavas geworden. Hare Krishna. So when Narada he told this thing, then Shankar became so much shy, you know. So much shy. This is the nature of bhakti, you know. He became so much shy. Well, no, 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 no. I am completely, you know, no devotee of Krishna. Then he telling, you know, there are four kind of pralaya. Four kind of pralaya. Last pralaya is the authentic lay, you know, for, and Shankar he do this thing. Well, if the mercy of Krishna, why I am do this thing, you know? This pralaya I am completely destroyed, you know. When I remembering this thing, Krishna through my me and doing this thing. And if you have so much near and dearest, Krishna he gave order to me, you can preaching this Mayavad, you know. This Mayavad philosophy is the complete nonsense philosophy. In telling Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Prajnana Brahma, you know, Sarvam Khaluidam Brahma. I telling Jiva is the Brahma, you know, this is the completely nonsense philosophy. Who is the take completely opposite of a bhakti? Why I am do this thing? And if the Lord's mercy, why I am do Paitu with Krishna? When Krishna went to Parijat flower, I also take side of Indra, you know. I doing Paitu with him, you know, Paitu with Krishna. So why I do this thing? And why I am take the side of Banasur and doing Paitu with Krishna? So when I remembering this thing, I am become so much a shy, you know, so much shy. So I am not devotee of Krishna. Yes. You want to serve devotee of Krishna, then you can go to Vaikuntha Lok. Yeah. You can go Vaikuntha Lok, then you saw how this Vaikuntha Vasi, there is the Krishna's, you know, topmost devotee of Krishna. Yeah. So now Shankar, now he explained what is the Vaikuntha Lok. Now Shankar himself explaining. Als Shiva das hörte, seine Verherrlichung, dann wurde er sehr beschämt, denn es ist die Natur von den Devotees, dass sie sich unwohl fühlen, wenn sie über ihre eigene Herrlichkeit hören. So Lord Shiva sagte, nein, nein, was du sagst, das stimmt nicht. Ich bin gar kein Geweihter. Krishna hat auch keine besondere Zuneigung für mich. Wenn es so sehr wäre, dass ich Krishnas lieber Geweihter bin, warum gibt mir Krishna dann solche unschönen Aufgaben, wie er es tut? Es gibt vier Arten von Vernichtung im Universum und die
höchste und letzte ist die Atyantik Pralaya, die vollständige Vernichtung des Universums. Und ich bin derjenige, der diese Aufgabe übernehmen muss. Das heißt, ich zerstöre alles und vernichte das ganze Universum. Was für eine undankbare Aufgabe. Und nicht nur das, sondern der Höchste, er hat mich auch angewiesen, Mayavad zu predigen. So ich erschien als ein Mayavadi in dieser Welt. Und ich lehrte, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, diese Welt ist nur Illusion, ich selbst bin Gott. Und lauter solche Dinge, jemand, der diese Mayavadi-Philosophie folgt, der entfernt sich mehr und mehr vom höchsten Herrn. Das ist vollkommen eine Philosophie, die vollkommen gegen Krishna gerichtet ist. Und Krishna hat mir aufgetragen, so etwas zu predigen. So ist das ein Zeichen von Krishnas spezieller Gunst, dass er mich solche losschickt, um solche unschönen Aufgaben zu erledigen. Wenn du wirklich einen Geweihten des Herrn treffen willst, dann geh nach Vaikuntha. Dort leben die ewig befreiten Gefährten des Herrn, die Vaikuntha-Vasis. Die haben tatsächlich echte Liebe und Zuneigung zum Herrn. Yeah. Vaikuntha Vasi ki. Yeah, now listening glories of Vaikuntha, yeah. So into one kirtan, then listening, okay? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्ण बोले वैकुंठ लोक की जय. सो शंकर हिमसेल्फ ही ग्लोरी टू वैकुंठ लोक ना हिज प्लांटेड नेम इज द वैकुंठ यू नो हट इज द मीनिंग वैकुंठ बोले न न जत्र रोग न जरा न मृत्यु हयर इज नॉट डिजीज हयर इज नॉट ओल्ड एज नॉट डाइंग यू नो This is the complete beyond of this Maya. This is the Vaikuntha Lok. And anybody cannot go to Vaikuntha Lok, you know. Without prem, you know, anybody cannot go to Vaikuntha Lok, you know. Some special person, they can only go to Vaikuntha Lok. And who is the reach to Vaikuntha Lok? This material person, only Dharma, Artha and Kaam. Note this thing, you know, only note. But some special person, they are trying to moksha. But when somebody attend this Vaikuntha Loka, even they are moksha also, they are doing complete, they are neglect to moksha, you know. They are thinking, even I want to go to Helen's planet, but don't want mukti, you know. They are doing so much ghrina, who are telling, neglect this mukti, you know. Even who is the go to Vaikuntha Loka also, they are also dharma, artha, kama, moksha, neglect. Even they are neglect to, you know, this is the another four kind of mukti, salokya, sashti, sarupya, and samipya, and is the sajuja. Even they are find kind of mukti also, they are so neglected to find kind of mukti, you know, they are find kind of mukti also, they are don't want. So they are one slok telling, bhaktista istiratara bhagavan jadisyat, daivana dibya kisar murti, Mukti Swayam Mukundajali Sevatasman Dharma Artha Kam Samapratika. You know this log? You know this log? You don't know? Yeah. So Bhakti Stai Stirata Bhagavan Jadisyat. When some devotees had manifested this bhakti, then what happening? Bhagavan Jadisyat Daivana Dibba Kishwara Murti. Then this Krishna's, this Dibba Kishwara, transcendental Kishwara Murti, he manifested this heart. And when this Krishna is manifested this heart, then Mukti Swayam Mukundajali, then he did not want Mukti. He always Mukti out of this gate, you know, always folding hand. And he stand up, oh, when kindly this devotee accept me, Lord's little bit of seva, you know. So they are never want this mukti. So this Vaikuntha Loka is some special place, is the Vaikuntha Loka there. This shloka is for Krishna Bhakta, not for Vaikuntha Vasa. This is but they are quotation to here. The same thing, you know. Some Krishna and Narayana, you know. Some Ras Bhed, but here. So, dann begann Lord Shiva selbst über die Herrlichkeit von Vaikuntha zu sprechen. Und er sagte, dieser Vaikuntha ist so außergewöhnlich und alle Einwohner in Vaikuntha sind sehr spezielle Persönlichkeiten. Normalerweise in dieser Welt, die Leute, religiöse Leute, beschäftigen sich einfach nur mit Dharma, Artha und Karma. Fromm zu handeln, um in dieser Welt gute Ergebnisse zu bekommen und ein schönes Leben zu haben. Und nur sehr selten wird man jemanden finden, der sich um Mukti oder um Befreiung aus dem materiellen Dasein bemüht. Aber diejenigen, die in Vaikuntha, die Leute in Vaikuntha, nur jemand, der Prem, der Liebe für den Herrn besitzt, kann nach Vaikuntha gehen. So für die Einwohner von Vaikuntha ist selbst diese Mukti, diese Befreiung, abstoßend. Ne? Die haben kein Interesse daran. Das heißt, dass die Reingeweihten des Herrn, die selbst die fünf Arten von Mukti, also was zu sprechen von Sayujya Mukti mit dem Brahman zu verschmelzen,
Selbst die vier Arten von Befreiung in Vaikuntha, Sarupya, Saloka, Samipya und Sashti, selbst diese Art, vier Arten von Mukti wollen sie nicht haben, sondern sie sind nur daran erliebt, daran interessiert, dem Herrn mit Liebe zu dienen, Premseva. Das ist das Merkmal von den ungeteilten Geweihten. So, es gibt ein Vers in den Schriften, der beschreibt, dass der Devotee, der dem Herrn völlig ergeben ist, Mukti kommt zu seiner Tür und bittet darum, ihm zu Diensten zu sein. Aber der Devotee kickt Mukti weg, praktisch er tritt sie von sich. Trotzdem verlässt Mukti Devi ihn nicht, sondern wartet vor seiner Tür mit gefalteten Händen, dass sie ihm zu Diensten sein darf. So, das ist die Besonderheit dieser Einwohner der spirituellen Welt, die reine Liebe für den Herrn besitzen. Yeah, Hare Krishna. So, telling, you know, this Vaikuntha Vasi, who is this servant of Lord Narayan, they are everywhere present. They are everywhere present. Always they are trying to save to bhakti and bhakta. So when Ajamil, he take the name of Narayan, then one side came to this is the Jamdut. Then when he telling Narayana, then suddenly manifested there Vishnudut, four Vishnudut came. So telling, they are everywhere present, this devotee, always. Always they are try to save to bhakti and this bhakta. Always they are prepared. It is save to bhakta and the bhakti. And even the Vaikuntha lok, they are a tree, they are a creeper, they are animal, they are birds. They are also doing service to Lord. You know, always service to Lord. Like this is Vrindavan, you know, Vrindavan. So Gurudev, one upon a time, he telling one story. You know the story. When one day Radharani, she became so much sulky mood. Krishna, many way try to pacify to her, but cannot Krishna pacify, you know. Many way. Then Radharani became so sulky mood. Now he left Kunja and he go. And he go, then suddenly he saw one black snake, you know, she come. Black snake, what a stand up the head. And when Radharani saw this black snake, then Radharani became so afraid. And he came and lay down the Krishna's leg. So Gurudev telling, even Krishna, what he did not do, then the snake he do this thing. That mini Gurudev telling, you know, Raghunath Das Goswami, one slok is telling this Vrindavan, all insect, bird, tree, creeper, they are always doing to Krishna Seva, always the Krishna. Telling Vaikuntha Loka, they are every, you know, bird that they are. And they are, here is the telling, you know, they are, when this Krishna Bhakti manifests somebody's heart, Narayana Bhakti, they are the telling, Krishna Premanande Je Ananda Sindhu Koti Brahmananda Naitarege Bindu. You know this prayer? Krishna Premanande Je Ananda Sindhu. Krishna Prem, Narayana Prem manifested to somebody's heart. But even million, billion Brahmananda in the gathering, he cannot equal to one drop of this Krishna Bhakti. It cannot do equal. So, now coming question, when somebody, then Shankar telling, even this Vaikunthavas is so glorious. Even when somebody, this material world also doing this Bhakti, Krishna Bhakti, Narayana Bhakti, I also always doing offering my obeisances to them also. When this material world, some devotee, you know, like this, you are Krishna Bhakta with the Narayana devotee. If asking some Narayana devotee, are you want Mukti? Well, no, I don't want Mukti. You know, even this material world, when some devotee, this Bhakti is the manifested, they are also don't want this is the Mukti, you know. They are also don't want Mukti. Always they are doing service to Narayana Seva, with Ramanu Sampradaya, you know. They are always doing Narayana Seva, Bhakti. They're telling, I also doing open my awareness to also that kind of devotee who is the saying material world. Who is the saying spiritual, I also offering openness to them. But with the saying material world also, I am always Shankara telling, I also want that kind of association. You know, the devotee's association. Now here coming one question, telling when some this material world, some devotee, they are also become Sachidananda, you know. Now coming question, why they are want again go to the spiritual world?
this material world, some devotee, when they are present on this material world, their time also, their body becomes Sachidananda, you know. Again, why they want to go to Vaikuntha? Why? They are telling, you know, here, always they are cannot take darshan of a direct of Narayana. They cannot do play with them, not doing pastime with them. But when go to, so they are always go to there, they are always, they can do association of direct darshan of Narayana, take darshan of Narayana, and doing lila with this Narayana. So this material devotee, they are also want go to Vaikuntha Loka. Shiva beschrieb weiter die Herrlichkeit der Einwohner von Vaikuntha. Er sagte, die Gefährten Narayans sind überall, praktisch, sind überall gegenwärtig. Wie am Beispiel von Ajamil. Ajamil sprach die vier Silben Narayan aus und sofort kamen die Vishnu-Dutas, um ihn zu beschützen. So diese Gefährten Narayans sind immer damit beschäftigt, Bhakti und die Bhaktas zu beschützen. Zu diesem Zweck reisen sie ständig durch die alle spirituellen und materiellen Welten. Vaikuntha ist so speziell, dass selbst die Bäume, Insekten, Tiere und Vögel dort befreite Seelen sind und im Dienst des Herrn beschäftigt sind. Und hier gibt es eine sehr schöne Geschichte. Einmal war Srimati Radharani so böse auf Krishna, dass Krishna auf so viele Art und Weise versucht hat, sie zu besänftigen und ihren Zorn zu brechen, aber es war nicht möglich. Und schließlich war Radharani so böse, dass sie aufgestanden ist und davongegangen ist. Aber als sie so davongegangen ist, plötzlich erschien eine große schwarze Schlange direkt auf dem Weg vor ihr und richtete sich auf und zischte drohend. Und in dem Moment bekam Srimati Radharani so viel Angst, dass sie schnell zurücklief und in Krishnas Schoß sprang. So was Krishna nicht tun konnte, trotz aller seiner Bemühungen, das konnte diese Schlange tun. So auf die Art und Weise sieht man das in der spirituellen Welt. Alle Lebewesen, selbst die Tiere und Insekten, alle sind dienen Krishna, sind befreite Seelen. What do you tell? I told the snake story. Huh? Snake story. I told snake story. After. Tell the snake story. Shankara telling, even who is the material world, staying the Narayana devotee. Okay, dann sagte Shiva, was zu sprechen von der spirituellen Welt. Selbst wenn Sri Narayans Devotees in dieser Welt hier sind, selbst dann sind sie mir über alle Maßen lieb, diese Devotees. Weil wenn man sie fragt, möchtest du Mukti, möchtest du Befreiung, dann sagen sie, nein, ich habe kein Interesse an Befreiung, ich möchte nur dem Herrn dienen. So, hier mag eine Frage auftauchen. Die Devotees, die in dieser Welt gegenwärtig sind, die sind auch Satchitananda, die sind völlig transzendental. Obwohl sie in der materiellen Welt sind, sind sie eigentlich nicht in dieser Welt. So, weshalb sollten diese Devotees den Wunsch haben, in die spirituelle Welt zu gehen? So, die Antwort ist, dass man hier in dieser Welt nicht permanent den Darshan von Krishna oder Narayan haben kann, sondern hier ist man praktisch Vajan in Trennung in dieser Welt. Aber in der spirituellen Welt kann man den höchsten Herrn alle Zeit sehen und mit ihm zusammen sein. So deswegen, selbst die Sadhakas in dieser Welt, auch wenn sie schon einen spirituellen Körper haben, selbst dann haben sie den Wunsch, in die spirituelle Welt zu gehen. Aber ansonsten sind sie genauso transzendental wie die ewigen Gefährten des Herrn in der spirituellen Welt. Und selbst wenn sie Gefährten Narayans in dieser Welt sind, sind sie glorreich und für Shiva verehrenswert. You are telling why they want to go to Vaikuntha, yeah? Yes. Yeah, so telling, you know, you are telling, sometime Lord is the manifested devotee is hard here,
then he disappears. And disappear, then his devotee so much enthusiasm, so much arti, oh, when I take darshan of Lord, take darshan of Lord. But here, sometimes only spurti, this heart. And when direct go there and doing a lila, doing pastime, they are direct, take a darshan, doing so much, you know, so they are always want to go there. So when Narada, he listening this thing, Narada now so much enthusiasm. Oh, Vaikuntha, such a lok, Vaikuntha lok. Yeah. Now Narada is so much enthusiasm and telling, and among the all devotees, who is the topmost devotee of Narayan? Lakshmi. She is the topmost devotee of Narayan, Lakshmi. Now when he listening, now he chanting, oh Kamalakanta, oh Lakshmi, oh Narayan. Now he does so much enthusiasm, go to Vaikuntha. When go to Vaikuntha, then Shiva tell him, come here. I telling one secret thing you. Well, what is the secret thing? Well, now he is same Narayan, now he does the material world. In Dwaraka, the Krishna and the same Lakshmi now with the Rukmini. Same Lakshmi Narayan and the Rukmini the here now. You know, this is the Lakshmi, who is the Lakshmi? She is the Rukmini, she is the, what, Rukmini expansion. And then, who is the Narayan? Narayan is the expansion of Krishna. Now he is their material, now they are Dwarka. You know, so, if you want to take darshan, you can go to Dwarka there. But, telling among the Krishna's all devotee, you know, telling Prahlad Maharaj, Krishna himself to tell among the all devotee, who is the topmost devotee of Narayan? Telling the Prahlad. So even you are given Jai, Bhakta Shrestha Prahlad Maharaj ki. So you are always given to Jai, Bhakta Shrestha Prahlad Maharaj ki Jai. So Prahlad Maharaj, you know, always Narayan, Krishna himself telling, oh, Bhakta, among the all Bhakta, Prahlad is the topmost devotee. And Lord himself tell, you know, Durvasa, Am Bhakta Paradhina Chho Satantra Iva Dijo Sadhubi Grasta Hirdaya Bhaktari Bhakta Janapriya. Am Bhakta Paradhina, I am completely controlled by love and affection of my devotee. So Santatra Iva Dijo, they are completely sadhu, they are cast to me, keep this own heart. So, always, mad bhakta puja bhyadhika, more than my devotee puja is the, you know, the superior. So, always telling Lord, devotee of, you know, glory of devotee. Now, he is the, among the all devotee, Prahlad Maharaj, the topmost devotee. So, if you want to take darshan, then you go to Prahlad Maharaj. Als Narada Muni von Shiva so über die Herrlichkeit Vaikunthas hörte, wurde er sehr begierig, nach Vaikuntha zu gehen. Dort, Lord Shiva sagte ihm, von allen Devotees in Vaikuntha ist der beste Geweihte Lakshmi Devi. Ständig ist sie an der Brust des Herrn und massiert seine Lotusfüße. So, Narada Muni begann zu chanten, oh Lakshmi Narayan, Kamalakanta, und wollte nach Vaikuntha. Dann hielt ihn Shiva zurück und sagte, warte, ich erzähle dir ein Geheimnis. Jetzt im Moment ist der höchste Herr nicht in Vaikuntha, sondern er ist in Dwaraka erschienen. Krishna, Narayan ist eine Erweiterung von Krishna. Und dieser ursprüngliche Krishna ist jetzt, weilt jetzt in Dwaraka. Und die Lakshmi Devi ist eine Erweiterung von seiner Krishnas Königin Rukmini Devi. So wenn du nach Dwaraka gehst, dann wirst du Darshan von Lakshmi Narayan haben. Aber eine Sache, wenn du wirklich den besten Geweihten des Herrn treffen möchtest, dann nimm meinen Rat an und geh zu Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj ist auf der ganzen Welt berühmt als der liebste Geweihte des Herrn. Wir sagen Bhakta Shrestha Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj Ki Jai. Wir verherrlichen Prahlad Maharaj als den besten der Devotees. So ist Heil Krishna sagt, oder Lord Narayan sagt zu Devasa Rishi, ich bin nicht unabhängig. Ich bin völlig unter der Kontrolle meiner Geweihten. Meine Geweihten, die bestimmen über mich. Ich selbst habe keine Unabhängigkeit.
und sie tragen mich immer zu in ihrem Herzen. So ein dieser Prahlad Maharaj ist der beste dieser Geweihten, die Krishna durch ihre Liebe erobern können. So wenn du den besten Geweihten treffen willst, dann geh zu Prahlad Maharaj. Lassi Prahlad Maharaj ki jai. Now here is the Shiva, he telling the glories of this Prahlad Maharaj. Telling Shankar, he telling I am Sa. This thing, how Lord doing so much love affection to Prahlad. Well, when you saw, but when Bhagavan Narsingh Dev, he came to Hiranyakashipu, that time is the Narsingh Dev, you know, poem is so furious of poem, even I cannot go to front of this Narsingh Dev, Even Brahma, when he tried to pacify, Brahma cannot pacify, he, Nishnanga, looking like this nonsense, he gave to benediction to this Hiranyakashipu. He gave to so much problem in my body. Then Brahma also ran away. Then everybody went to Lakshmi. Everybody went to Lakshmi, Prabhu's form is so furious, can you pacify? Oh, Prabhu, I know. He was so sweet. Santakaram, Bhujagasayanam, Suryasam, he looked like very beautiful. And Santa meaning very peaceful form. Easily I can pacify. Then Lakshmi also brings so many peripheral arati. He trying to do arati to Narsingh Dev. But when he saw Narsingh Dev, he shouted, oh, very loudly he shouted. Then Lakshmi also throw this arati, plate, and Lakshmi also run with the arati. Anybody cannot pacify to, Then everybody went to Prahlad Maharaj. But Prahlad, for you, Lord, he is the manifested, only you can pacify. Then Prahlad, no any hesitation, no any afraid. He direct go to Narsingh Dev. When he go to Narsingh Dev, then Narsingh Dev take the Prahlad and keep this leaf. And he tried licking to Prahlad, licking. And this completely, he is the make peaceful. Then Narsingh Dev asking Prahlad, when everybody saw to my this poem, everybody afraid, cannot come to me. But you are not afraid to serve this, my furious fame, Bala Prabhu. I am afraid to this material world. When I saw this Maya, material world, I am afraid from this material world. But when I saw your poem, I am look very beautiful, Prabhu. Why you are my mother? I am your children. Then he gave example, when some lion, he killed some elephant, that time he was so much furious form, so much. But everybody afraid, but children never afraid. Children, he laughing to this buddy and playing with him, playing like this, telling Prabhu, you are my mother, I am your son. So I am not afraid to you. Your form, I look so much, beautiful. I liked your form. Then Prahlad, then Nishringa Dev telling, oh, forgive my offense, For me, you are feeling so much problem. For me, you are created so much problem. I am coming so late. You can forgive my offense. Then Nrisimha Dev asks you any benediction. You ask any benediction. Then Prahlad Maharaj, I am not a baniya, not a businessman. I am asking you benediction. Baniya, the businessman, like this, you go to soap, give 100 euro. Then he gave 100, Then he gave to you, telling you, 100 maybe fruit, something gave you, I am not a businessman, I am not baniya, I am not a businessman. Okay, if you want to give something, you gave one thing to me, my father, he is a very bad person. He doing so much problem, doing so much nonsense thing. You forgive to his offense and gave prem to your lotus feet. Then Narsingh Dev telling, why asking your father? You are 21, generous, and become liberated. So you can ask another any benediction. Then telling Prabhu, if you want to give benediction, this whole world, so many jiva, there is so much suffering. Bale Radha Syam Sundar Jiva ki jai. They are suffering, so much suffering. This all sinful activities give to me. I can go to billions year, I go to hell's planet. But you liberated to whole world, you can liberate it and give to place your lotus feet. Then Narsingh Dev telling,
No need to. No need to. You can go to Helen's planet, you know. No need. If you, this is the, your desire, I have so million, billion Brahmand I have. But you ask this thing, one Brahmand I can completely free of the sinful activities and give to place the Vaikuntha. No need to, you can take any kind of sinful activities. So here, Shankar telling, my eyes, I saw this thing. Why Shankar that time present also Shankar, you know, Shankar also present. So telling, who is the thing I cannot do, Brahma cannot do, Lakshmi cannot do, only for when Prahlad Maharaj do this thing. I saw my eyes, so I am know what is the glory of Prahlad Maharaj. Bole si Prahlad Maharaj ki jai. So Shiva begann jetzt, Sri Prahlad Maharaj zu verherrlichen. Er sagte, ich habe mit meinen eigenen Augen die Herrlichkeit von Prahlad Maharaj gesehen. Als Sri Nrisimhadev in dieser Welt erschien, um Hiranyakashipu zu töten, dann nahm der Herr eine so furchterregende, grausige Form an, dass es keiner wagte, vor ihn zu treten. Sie haben mich gebeten, vor den Herrn zu kommen und ihn zu besänftigen, aber ich habe es nicht gewagt, ich habe mich nicht in seine Nähe gewagt. Dann auch Brahma, er bekam es mit der Angst zu tun, weil er hatte Hiranyakashipu diese Segnung gegeben. Und jetzt war der Herr so zornig und so eine furchterregende Form, dass Brahma sich versteckte. Dann gingen sie zu Lakshmi Devi und baten sie, der Herr ist so zornig, kannst du ihn bitte besänftigen? Lakshmi Devi sagte, ja, ich kenne meinen Gemahl als sehr liebevoll und barmherzige Persönlichkeit. Natürlich kann ich ihn besänftigen. So, sie ging mit dem Arati-Teller und allem Zubehör, um dem Herrn zu verehren. Aber als sie hörte, wie Nrisimhadev zornig brüllte, dann ließ sie vor Schreck und Angst den Arati-Teller fallen und versteckte sich. So, schließlich baten sie Prahlad Maharaj und sagten, Nrisimhadev ist doch für dich erschienen. Also bitte geh du und besänftige den Herrn. Und Prahlad Maharaj sagte, natürlich. Ja, und er ging los und sprang auf den Schoß von Nrisimhadev. Und sofort, als er auf dem Schoß Nrisimhadev saß, dann der höchste Herr vergaß seinen Zorn und begann zuneigungsvoll Prahlad Maharaj Gesicht abzulecken mit seiner Zunge. Transzendentalen Zunge. So. Dann fragte Nrisimhadev Prahlad Maharaj, oh, Prahlad, alle sind, fürchten sich davor, in meine Nähe zu kommen, aber du hast keine Angst, wieso? Dann Prahlad Maharaj sagte, oh mein Herr, warum soll ich mich fürchten? Du bist wie meine gütige Mutter. Wie, gab ein Beispiel, wenn ein Löwe oder einen Elefanten tötet, zu dieser Zeit, der Löwe ist so aggressive, so eine furchterregende Form, nimmt er an. Aber dass alle vor ihm Angst haben. Aber die Kinder des Löwen, die haben keine Angst. Die kommen ohne Furcht zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter und spielen mit ihm. So in gleicher Weise, Prahlad Maharaj hatte nicht die geringste Furcht. Er sprang in den Schoß des Herrn und der Herr begann, vergaß all seinen Zorn. Dann. After, you told how he jumped into the Nrisimhadev's lap and then after. Okay, dann hat der höchste Herr gesagt, mein lieber Prahlad, ich möchte dir gerne Segnung geben. Dann Prahlad Maharaj sagte, oh, lass mich bitte niemals deine Lotusfüße vergessen. Und der Herr sagte, das ist keine Segnung und du kannst mich sowieso nie vergessen. Frage nach etwas anderem. Und zuerst sagte Prahlad Maharaj, eigentlich ich bin kein Businessman. Ich habe dir doch nicht gedient, weil ich etwas dafür möchte. So bitte betrüge mich nicht auf diese Weise. Dann sagte der Herr, aber ich möchte dir gerne eine Segnung geben. So Prahlad Maharaj fragte dann, wenn du mir eine Segnung geben möchtest, dann bitte befreie meinen Vater, der war so eine sündhafte Persönlichkeit.
Nrsimhadev sagte, das ist auch keine Segnung, weil du bist ein großer Gottgeweihter, automatisch sind 21 von deinen Generationen befreit. So, dein Vater ist sowieso schon befreit. Bitte frage nach etwas anderem. Dann bat Prahlad Maharaj, oh mein Herr, wenn du mir eine Segnung gibst, all diese Lebewesen in dieser Welt, die so leiden hier, bitte sei ihnen barmherzig, bitte gib mir all ihre Sünden, all ihre schlechtes Karma, dass sie befreit werden können von ihren Sünden und dass sie dich erreichen können und zu dir kommen können. Und dann sagte Shri Nrsimhadev, für dich kann ich sogar dieses ganze Universum befreien. Und gab Shri Prahlad Maharaj seine Segnung. So auf die Weise sagte Lord Shiva, habe ich selbst gesehen, wie Prahlad Maharaj, was für ein einzigartiger Geweihter des Herrn Prahlad ist. Kein anderer konnte Shri Nrsimhadev so zufriedenstellen wie Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj ki. Then he are telling, you know, he are telling past time of Bali Maharaj. Prahlad and his son, who is his son? Birochan. And Birochan's son is the Bali. So he are telling when Lord he gave benediction to Prahlad, and that time he told Prahlad, your dynasty, anybody come your dynasty, I never die to him, not never kill to him, never kill to him. Anybody come your dynasty, why? You are my great devotee. So now telling the past time of this is the Bali Maharaj. Why Bali Maharaj? Lord, he gave the lotus feet of head of this Bali, you know. When the three step, when he asking, you know, three step, one step go to Brahmalok, and there is the Brahma, and he is the worship this lotus feet and keep this charanamrita, this kamandalu. And another feet go to Atal, Bital, Talatal, Patalo. Then he is the third step, no place. Below telling, where I keep? Then telling, oh Prabhu, you can keep my head. Then this is the Vamandev, keep this lotus feet, the head of this Bali Maharaj. When he gave this lotus feet of Bali Maharaj, then all demigod, when he saw this thing, well, oh, Lord, he gave lotus feet, the head of this Bali Maharaj, you know, this lotus feet for, you know, there is the Sesa, Mahesa, Ganesa, Dinesa, Suresa, Ujjahi, Nirantara, Dhyame. Meaning is the Suresa, Isa, Brahma, Narad, you know, they are always worship this lotus feet, cannot attend. You know, Brahma, Sambhu, Amarapati, Ganesar, Chitapada. You know, there are Brahma, Sambhu, Amarapati, they are also cannot attend this lotus feet, you know. Never Lord gave to this lotus feet anybody head, you know. Maybe somebody worship, but not gave the head. But he gave this head. Well, why gave the head? Why? He came to the dynasty of Sri Prahlad Maharaj. Only this reason he gave this head. Also, this Bali Maharaj, then he kicked to Indra, Chandra, Devata. He kicked from this heavenly planet, you know. There kicked the heavenly planet, and there came this earthly planet. There is so much problem. There is so much suffering, you know. So much suffering there. Well, how is it possible? But why he came dynasty of this is the Prahlad Maharaj. And when he go to fight with Swargalok, that time Prahlad, you know, that time Prahlad Maharaj, he gave the prasadimala of nursing Bhagavan. He gave this neck, you know. So is this mercy of. And also, when Bali Maharaj asks, when Vamandev asking Bali, are you want any benediction? Well, yes, I want one benediction. Well, what benediction? I want, you know, he gave the sutallo. He gave to place the Sutal Lok to Prahlad, Bali Maharaj. There is more than opulence in the seven planet. Well, there is the four door there. Well, I want only one benediction. When I want to go to outside, then I want to take darshan of your. And when I am entering the inside, I want also darshan of your. Only gave this benediction. Well, okay, you know. Now he's the gatekeeper now. He's like this gatekeeper, you know. Sit down at the gate. Why?
So he kept the dynasty of Sri Prahlad Maharaj. He kept the dynasty. So there is so much, and here telling why Krishna don't kill to this Banasur. Why? Krishna, he told to Narasimha, tell who is the coming your dynasty. I want never kill to anybody, you know. So he did never kill. Why? He know he the Prahlad sons, you know. Sons. So never kill. Why? He came to Prahlad Maharaj dynasty is the came. So Lord doing so much mercy, not only Prahlad Maharaj, he all dynasty who is the came, you know, even they are became the enemy of Krishna, but Krishna, everybody gave to bless to them, everybody gave mercy. Why? Only one reason, Prahlad Maharaj is the Bhakta Shrestha Prahlad Maharaj ki. So this region. Sri Nrisimhadev gab Prahlad Maharaj die Segnung. Wer immer, ich werde niemals jemand töten, der in deiner Dynastie erscheint. So Prahlad Maharaj ist er der Dynastie von Dämonen. Ja. Aber weil Prahlad Maharaj ein großer Devotee ist, selbst große Dämonen sind nach Prahlad Maharaj erschienen, aber der höchste Herr hat niemals einen in der Dynastie von Prahlad Maharaj getötet. Zum Beispiel bei der Banasura, von dem wir gehört haben. Der hat mit Krishna selbst gekämpft, aber Krishna hat ihn nicht getötet. Ja. Krishnas Prahlad Maharajs Enkelsohn ist Bali Maharaj. So dieser Bali Maharaj, er war so mächtig, dass er die Halbgötter aus ihren himmlischen Planeten vertreiben konnte. Alle Halbgötter, angefangen mit Indra, mussten auf die Erde herabkommen und hier große Leid ertragen. Wie war es möglich, dass dieser eine Bali Maharaj so mächtig war, obwohl er ein Dämon war? Und die Antwort war, dass Prahlad Maharaj, als er ausgezogen ist, um mit den Halbgöttern zu kämpfen, hat Prahlad Maharaj ihm die Mahaprasad Gelande von Nrisimhadev umgehängt. Und beschützt von dieser Gelande war Bali Maharaj unbesiegbar. So dieser Bali Maharaj, bekam dieses große Glück, dass der höchste Herr seine Lotusfuß auf seinen Kopf setzte. Ja. Vamandev tat 3 Schritte. Mit dem ersten Schritt bedeckte er alle oberen Teil des Universums und Brahma verehrte das Wasser, das von seinen Zehen herablief, als die Ganga Devi. Mit dem zweiten Schritt bedeckte er alle Planeten im unteren Teil des Universums. Und dann war der dritte Schritt war noch übrig. Und Bali Maharaj sagte, bitte setz deinen dritten Schritt auf meinen Kopf. So als Vamandev seinen Schritt auf Bali Maharajs Kopf setzte, denn all die großen Persönlichkeiten im Universum waren überaus erstaunt. Es gibt viele Verse in den Schriften, die beschreiben, dass selbst Brahma, Shiva, Narada, Ganesh und andere große Persönlichkeiten, die können nur davon träumen, dass der höchste Herr ihre Füße mal auf ihren Kopf setzt. Aber das passiert nicht. Und sie sind nicht qualifiziert, dass die Lotusfüße des Herrn auf ihren Kopf zu bekommen. Aber hier sehen wir, dass dieser Bali Maharaj, Krishna setzte seine Lotusfüße auf seinen Kopf. Und was war der Grund dafür? Der Grund war, dass er der Enkelsohn von Prahlad Maharaj war. Durch die Zuneigung des Herrn zu Prahlad Maharaj hat er auch Bali Maharaj gesegnet. Und dieser Bali Maharaj, durch die Barmherzigkeit Krishna, hat ihm Sutala Loka gegeben, als das Planetensystem, in dem er regiert und lebt. Dieses Sutala Loka ist sogar noch opulenter, noch voll mehr Reichtümer dort als sogar die himmlischen Planeten durch die Barmherzigkeit des Herrn. Der Palast von Bali Maharaj hat 4 Ausgänge. So, Bali Maharaj hat den Herrn gebeten, dass er, der höchste Herr, an jedem Tor von seinem Palast in einer Form gegenwärtig ist. So, wann immer Bali Maharaj seinen Palast verlässt oder hineinkommt, dass er den Darshan vom höchsten Herrn hat. So, der höchste Herr hat zugestimmt, diese Stellung einzunehmen und ist praktisch wie der Torwächter von
Bali Maharaj geworden. Auch nur durch die Zuneigung, die er zu Prahlad Maharaj besitzt. Ja. So hier sieht man, wie was für ein außergewöhnlicher Gottgeweihter Prahlad Maharaj ist. Well, Prahlad Maharaj ki. Now, Narad, he want to go to Prahlad Maharaj. You know, then what happening? When I coming next time then you can listening. Now, tomorrow morning you can listen to Radha Rani's Katha. Today evening and tomorrow morning, two times, you can listen to the past time of Srimad Radha Rani. After some day, coming to Radha Rani's birthday, you can listen to some Radha Rani Katha, okay, two times. And when coming next time, then you can listen, continue. Now, starting to Jnani Bhakta, Suddha Bhakta, Premi Bhakta, Premapar, Prematur, and Braj Katha. You know, now, when coming next time, you can listen, okay? Gaur Brahmanande Hari Hari Bol Balasri Sanatana Goswami Ki Jai. You know, when Gurudev he telling this katha very nicely, you know, very Gurudev very nicely he explained this all katha, and Gurudev so much like this Brihat Bhagavatamrita. So also Mathura he also gave this katha, and when also coming Western country also that time also he gave this katha. So Gurudev favorite this katha. Blessed Gurudev ki jai. Bole jaya jaya deva hare. Jaya jaya deva hare. Jaya jaya deva hare. Jaya 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 Jagannatha Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jagannatha Hare, Radhe Krishna Govinda Gopal, Nanda Dulal Jai. Yasoda Dulal, Jaya Jaya Deva Hare, Radhe Krishna Govinda Gopal, Nanda Dulal Jai, Yasoda Dulal. Lalita Varnamala Lalita Lalita Varnamala Jaya Jaya Deva Hare Lalita Lalita Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare,
नितलीला प्रविष्ल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। गौर गोविंद महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले से प्रेमानंद प्रभु की, भक्ति बांधव की, गौर प्रेमानंद हरि। Yesterday, tomorrow. Yesterday, go. Oh.